Beim Flug über Bulgarien entdeckt der aufmerksame Betrachter hier und da kleine Hügel in der Landschaft. Unter diesen Hügeln schlummert eine seit 2000 Jahren vergessene Kultur. Es ist eine der ältesten Kulturen Europas. Sie hat sich über Jahrtausende entwickelt, hat das Denken, die Philosophie und die Künste der Antike geprägt. Ihr Territorium erstreckte sich von der Ägäis bis zur Ukraine und umfasste einen großen Teil des Balkans und Kleinasiens. Es ist das Universum der Thraker, eine untergegangene, verkannte Welt. Seit über 30 Jahren reißen sich die Museen um die Sammlung der thrakischen Schätze. Die ausdrucksstarken Figuren, die komplexe Bildsprache, die ausgeklügelten Techniken, alles zeugt von einer fortgeschrittenen Zivilisation. Diese Objekte beschwören Fantasiewelten und Mythen herauf, die noch präsent sind in der europäischen Kultur. Archäologischen Ausgrabungen in jüngerer Zeit ist es zu verdanken, dass die Welt der Thraker uns heute ihre Geheimnisse und ihre Botschaft offenbart. Die thrakische Archäologie ist eine junge Disziplin in Bulgarien. Lange Zeit hat die politische Situation größere Ausgrabungen verhindert. Seit 30 Jahren jedoch folgt eine Entdeckung auf die andere. Eine ganze vergrabene Welt taucht aus dem Vergessen auf. Der bulgarische Archäologe Georgi Kitov hat sein Leben der Entdeckung der Überreste und Rätsel der thrakischen Kultur gewidmet. Dieser intuitive Archäologe hat das Glück auf seiner Seite. Er sagt lachend, die Thrakerkönige haben mich erwählt, ihre Gräber zu entdecken. Kitov hat mehrere Hügelgräber freigelegt. Aber der Haarhügel, auf Bulgarisch Kosmatka Tumulus, hat ihm die größte Überraschung seiner Karriere beschert. Im Herbst 2004 versuchen Kitov und sein Team, in diesen Grabhügel vorzudrängen. Wir hatten am Eingang des Tempels mit den Ausgrabungen begonnen und stießen auf einen enormen Steinhaufen. Als wir ihn abtrugen, fanden wir einen Stein, der fest im Boden verankert war. Er hatte eine ovale Form, deshalb nannten wir ihn den runden Stein. Wir schafften es nicht, ihn freizulegen. Dann machte sich unser Metalldetektor bemerkbar. Also musste sich unter dem Stein Metall befinden. Wir haben versucht, ihn zu bewegen, aber er rührte sich nicht. Wir haben ihn mit der Bürste gesäubert und da enthüllte uns der runde Stein nach und nach Haarlocken, Augenbrauen und eine Nase. Die Ausgrabungen beginnen mit einer ungewöhnlichen Entdeckung. Ein Bronzekopf, begraben unter einem riesigen Steinhaufen. Ein nie dagewesener Fund in der Geschichte der thrakischen Archäologie.
7 Meter weiter legen die Archäologen in diesem Tumulus einen mit Erde und Steinen gefüllten Gang frei. Er führt zu einem gemauerten Eingang. Die Grabstätte beeindruckt durch ihre Dimensionen und ihre Architektur. Sie besteht aus einem langen Gang, an den sich 3 Räume anschließen. Zwischen den Steinen, die die Tür blockierten, sahen wir im Licht unserer Taschenlampe hunderte goldener Funken und einen gelben Kreis. Die verschiedenen Schutzmaßnahmen haben ihre Rolle erfüllt. Die Grabstätte ist unversehrt. Unter einer dicken Staubschicht tauchen die Waffen eines Kriegers auf. Ein Helm. Schienbeinschutz. Von Rost angefressene Lanzen. Gefäße für Trankopfer. Eine Krone. Insgesamt 130 Objekte, die eine Zeitreise von mehr als 2000 Jahren hinter sich haben. Der Reichtum der Grabstätte lässt an eine wichtige Persönlichkeit denken. Aber was Kitovs Neugier weckt, ist vor allem die Anordnung der Objekte. Hier waren also die Objekte verteilt, viele auf dieser und der anderen Seite. Aber im Zentrum befand sich nichts, ebenso wenig wie auf dem Totenbett. Hier lag das Teilstück einer Marmortür mit dem Gesicht des Nacht- und Totengottes. Darauf lag die goldene Krone. Ihre Randverzierungen waren abgebrochen und auf dem Boden verstreut. Einige steckten auch in diesen 3 an der Wand aufgereihten Amphoren. Wem ist dieses rätselhafte Grabmal gewidmet? Dieser wunderbare Kopf ist eine der wenigen antiken Bronzen, die uns erhalten sind. Aber warum war er vor dem Eingang einer Grabstätte vergraben? In welche unbekannte Welt führen uns diese geheimnisvollen Riten? Die Objekte des Toten sind äußerst fein gearbeitet, die Beinschienen, die Waffen oder das Schwert mit dem Adlerkopf. Wenn alle Opfergaben zusammengenommen werden, enthält das Grab mehr als 1 Kilo Gold. Die Krone, anhand der wiedergefundenen Teile restauriert, ist die wertvollste, die jemals in Thrakien entdeckt wurde. Alles deutet auf einen König hin. Aber die Untersuchung des Helms brachte eine Sensation an den Tag. Zum ersten Mal liefert ein Grabmal einen Namen. Die große Entdeckung war diese Inschrift. Diese 5 Buchstaben auf der Vorderseite des Helms, Seutu. Seutes auf Altgriechisch. Das war der unbestreitbare Beweis, dass es sich um die Grabstätte von König Seutes III. Handelt. Eine außerordentlich beeindruckende Entdeckung. Die Gesichtszüge sind sehr charakteristisch. Ich weiß noch, als wir in Griechenland die ersten Fotos sahen, da war von dieser Inschrift, die den Namen der abgebildeten Person bestätigt, noch keine Rede. Da haben wir sofort das Münzbuch aufgeschlagen und gesagt, das ist das Profil von König Seutes. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Dieser Blick ist nicht leicht zu reproduzieren, wie überhaupt das Gesicht von Seutes. Er ist eine vielschichtige Persönlichkeit. Die Gesichtszüge sind unregelmäßig, als ob er Prellungen erlitten hätte, vor allem auf der rechten Seite.
Wenn man sich das Original ansieht, erkennt man, dass jede Locke einzeln gegossen und an den Nacken geschlagen wurde. Eine Methode, ihn schöner zu machen, als er war. Ein Ausdruck der Eitelkeit gewissermaßen. Was ich über ihn denke? Er war kein besonders guter Mensch. Er wirkt vornehm und gleichzeitig autoritär. Er gebietet Respekt. Das dürften alle gespürt haben, die gegen ihn kämpften. Seutes herrscht am Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus. Verschiedene Elemente in seiner Grabstätte zeugen jedoch vom Fortbestehen einer antikeren Welt. Homer liefert in seiner Ilias die erste Erwähnung der Vorfahren des Seutes, die am Trojanischen Krieg teilnehmen. Sollte Thrakien seine Kultur über 1000 Jahre hinweg unverändert bewahrt haben? So sind dort eben die Thraker gesondert gekommen und liegen fern von den anderen. Ihr König ist Rhesus. Rosse sah ich noch nie so schön und so groß wie die seinen. Weißer als Schnee und im Lauf so schnell wie eilende Winde. Kunstreich ist sein Wagen aus Gold und Silber gefertigt. Und mit gewaltigen Waffen aus Gold, man sieht sie mit Staunen, rückte er an. Fürwahr, nicht sterbliche Manne gebührt es, solche zu tragen. Sie sind bestimmt für ewige Götter. Woher stammen die kostbaren Objekte, die in der Ilias beschrieben und in den Gräbern gefunden wurden? Der Boden Thrakiens war reich an Gold und Silber. Seine Handwerker hatten sich zu Meistern in der Gewinnung und Verarbeitung von Edelmetallen entwickelt. In einer Mine wie dieser arbeiteten zwischen 1000 und 2000 Menschen. Seutes stammte von den Odrysenkönigen ab, die über den größten Stamm der Thraker herrschten. Seine Vorfahren besaßen immense Reichtümer. Der griechische Historiker Diodor erwähnt jährliche Einnahmen von 1000 Goldtalenten, eine gewaltige Summe, doppelt so viel wie die Einnahmen Athens. Die Odrysenkönige sind die Ersten, die Münzen mit ihrem Bildnis prägen lassen. Beinahe 100 Jahre vor Alexander dem Großen. Sie haben auch als Erste das Dynastiesymbol eingeführt. Der Vater lässt ein Symbol auf seine Münzen prägen. Dieses Symbol wird von seinem Sohn, seinem Enkel und seinem Urenkel übernommen. Es entspricht den heutigen Wappen. Die anderen Staaten haben diese Idee erst 1000 Jahre später übernommen. Wenn man diese Person und diesen Fund zeitlich einordnen will, kommt man ans Ende des 4. Jahrhunderts, das zugleich das Ende einer Epoche für Thrakien bedeutet. Einer Epoche, die begann, als die Eroberungen Philipps von Makedonien das Königreich Thrakien abschafften und es zu einer Provinz des Königreichs Makedonien machten, beherrscht von einem makedonischen Feldherrn. Alexander der Große setzt die Eroberungen seines Vaters Philipp fort. Er vereint Orient und Okzident. Die erste politisch-kulturelle Globalisierung. Nach Alexanders Tod fällt Thrakien an Lysimachos, einen seiner Kriegsstrategen. Das ist der Zeitpunkt, zu dem Seutes die historische Bühne betritt. Die gewaltige Münzproduktion von Seutes weist ihn als einen unabhängigen Herrscher aus. Seutes hat gegen den mächtigen hellenistischen Monarchen Lysimachos gekämpft. Lysimachos trug den Titel König von Thrakien. Aber in Wirklichkeit kontrollierte er lediglich die Küstenstädte. Zweimal standen sie sich gegenüber, ohne dass wir den Ausgang der Schlachten kennen. Aber wir wissen, dass Lysimachos eine thrakische Prinzessin geheiratet hat, vielleicht die Tochter des Seutes. Von da an taucht auf den Münzen von Seutes eine Ehrenkrone auf, die sich auch auf den Münzen von Lysimachos wiederfindet. Es sind die ersten Münzen ohne Kriegssymbol. Wahrscheinlich im Anschluss an ein Friedensabkommen, in dem Lysimachos die Souveränität von Seutes anerkennen musste.
Weitere wertvolle Informationen über die Herrschaft des Seutes versinken in diesem Staudamm, der ersten Großkonstruktion des kommunistischen Bulgariens. Während der Bauarbeiten fördern die Arbeiter die Überreste einer großen thrakischen Stadt zutage. Ich habe inzwischen natürlich Orientierungsschwierigkeiten. Aber es war da drüben, in der Nähe dieses Waldes. Wir hofften, dass der Stausee länger brauchen würde, um sich zu füllen. Wir haben bis zur letzten Minute gearbeitet, um möglichst viele Objekte zu sichern. Und dann hat es eines Nachts in Strömen geregnet. Als ich morgens ankam, war das Wasser auf der Höhe des Flusses Tunja in die Fundamente eingedrungen. Das war bitter. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Ohnmacht gefallen. При завоя на река Тунджа, близо до село Копринка, казан Лъшко, след 7 години упорит труд, бяха открити и почти напълно разкопани останките на Севтополис. Seutes und Lysimachos mussten wahrscheinlich ein Friedensabkommen schließen. Danach hat Seutes seine Hauptstadt gebaut. In sehr kurzer Zeit, wie es üblich war, wenn der König persönlich es angeordnet hatte. Es war das Haus Nummer 5 im Pastadenstil. Die Häuser besetzten eine relativ große Grundfläche von 350 mal 400 Quadratmetern. Es gab eine Badewanne, also gute hygienische Verhältnisse. Außerdem Kanalisationsanlagen und ein Wasserverteilungssystem. В североисточната най-висока част на града се откриха каменните стени на вътрешна крепост, насочена към жилищните квартали. Тук се е издигала монументална постройка, храм и жилище на владетеля с размери 40 на 20 метра. В едно от помещенията на двореца храм, паднала върху пода, се откри мраморна плоча с обширен надпис на старогръцки език. Bei dieser Inschrift handelt es sich um ein königliches Dekret, versehen mit dem Namen Seutes als Stadtgründer. Gefunden wurde es unmittelbar vor der Überflutung der Grabungsstätte. Die Inschrift besagt, dass eine der Kopien im Tempel der großen Götter von Samothraki zu hinterlegen sei. Da sich dieser Tempel im Königspalast befindet, glauben wir, dass die großen Götter von Samothrake zum Kult der Dynastie, der Religion der Königsfamilie gehörten. Es ist eine der größten Kulte der Epoche. Auf der Insel Samothraki entstanden, erfreute er sich großer Beliebtheit. Die Tempelstele zeigt uns, dass Griechisch die offizielle Schrift in Seutopolis war. Sie lässt darauf schließen, dass die Thraker zu dieser Zeit ihre eigene Schriftsprache nicht mehr benutzten. Aber eine jüngere Entdeckung auf der Insel Samothraki wirft diese Frage neu auf. Die Archäologen haben in den Tempelfundamenten mehr als 220 thrakische Inschriften gefunden. Samothrace. Die alten Schreiber sagen uns, dass Samothraki thrakischer Boden war. Wir wissen, dass es dort einen Stamm gab, dessen Namen man uns sogar nennt, die Saioi. Die Griechen besiedeln Samothraki und schwärmen über den Kontinent aus, um eine Reihe von Kolonien zu gründen. Die letzte Aussage über den Gebrauch des Thrakischen verdanken wir Diodor von Sizilien. Von ihm wissen wir, dass das Thrakische noch eine von den Priestern der Kabiren benutzte liturgische Sprache war. Die Inschriften haben jedoch den Vorteil, dass sie direkt von den Machern stammen. Es sind überlieferte Dokumente, sodass wir unserer Sache sicher sein können. Wir haben drei Steine gefunden, zwei davon vollständig in Thrakisch beschriftet. Der dritte ist hochinteressant, weil die Inschrift zweisprachig ist.
Wir sehen die vier oder fünf letzten Zeilen eines öffentlichen griechischen Dekrets. Und direkt darunter findet sich ein langes thrakisches Dokument. Das bedeutet, dass das Thrakische im 4. Jahrhundert noch für ein öffentliches Dokument einer als griechisch geltenden Stadt benutzt werden konnte. Warum schrieb man zu dieser Zeit im Palast des Zeutes griechisch? Sicherlich ein Effekt der kulturellen Globalisierung. Zeutes ist ein ehrgeiziger Herrscher. Er gibt sich modern, nach dem Vorbild der hellenistischen Könige. Er baut seine Stadt nach Plänen griechischer Städte, mit breiten geraden Straßen und einer Einteilung in Stadtviertel. Sein Bronzekopf fasziniert uns durch seine Ausdruckskraft. Er erinnert an die Schule des Lysipp, der Alexander dem Großen als Bildhauer diente. Ironie der Geschichte: Von Alexander wurde keine einzige Bronzeskulptur gefunden. Doch Zeutes, der verkannte König, heftet seinen Blick auf uns. Die Entdeckung des Kopfes hat einem in Zeutopolis gefundenen Überrest neuen Glanz verliehen. Dieser Sockel stand vor dem Königspalast. Die Indizien deuten darauf hin, dass er die Bronzestatue einer stehenden Person trug. Die Proportionen entsprechen denen des Zeutes-Kopfes. Zudem scheint eine fragmentarische Inschrift seinen Namen zu bestätigen. Doch warum hat man der Statue des Stadtgründers den Kopf abgeschlagen? Ein politischer Racheakt? Die Analyse der Grabstätte macht diese Hypothese unwahrscheinlich. Zeutes hat widersprüchliche Zeichen hinterlassen. Er hat eine moderne Stadt gebaut, hat innovative Künstler herangezogen. Dagegen mutet sein Grabmal noch antik an. Wir kennen Grabstätten makedonischen Typs, aber nicht in dieser Größenordnung. Sogar das Grabmal Philipps ist nur halb so groß. Aber es hat nichts Pharaonisches, während dieses Monument einem Pharaonengrab nahe kommt. Das Grabmal des Zeutes besteht aus Granit, obwohl zu dieser Zeit ein leichter zu verarbeitender Baustoff in Zeutopolis erfunden worden war. Es handelt sich um eine echte Neuerung. Das Verfahren war damals weder in den übrigen Balkanländern noch überhaupt in der antiken Welt bekannt. Im Gegensatz zu ungebrannter Erde, die für den Bau von Wohnhäusern benutzt wird, stellen sie hier in Zeutopolis gebrannte Ziegel her, die ausschließlich für den Bau von Grabstätten bestimmt sind. Ihre Besonderheit besteht darin, dass manche Ziegel abgerundet sind. Ein Ergebnis komplizierter Berechnungen. Die Rundung des Außenrandes ist länger als die des Innenrandes. Nebeneinander gesetzt bilden die Steine ein Gewölbe. Diese Ziegel wurden in den Werkstätten des Zeutes erfunden. Warum hat er sie nicht für sein eigenes Grabmal gewählt? Hinter der Lust auf Erneuerung erahnt man eine komplexe Persönlichkeit, widersprüchlich und den Traditionen verbunden. Vor der Entdeckung seines Grabmals vermuteten die Historiker, dass er in einem benachbarten Grab bestattet wurde, dem Thrakergrab von Kasanlak. Eine modernere Ziegelkonstruktion mit Fresken, die dem Geist der Stadt angemessener waren. Die Archäologen hatten diese Kampfszenen der entscheidenden Schlacht von Zeutes gegen den Makedonier Lysimachos zugeordnet. Für die Thraker ist der Tod der wichtigste Moment des Lebens. Das bezeugt der griechische Historiker Herodot.
Eine fragmentarische Inschrift hat die Historiker lange Zeit beschäftigt. Ich habe Monate gebraucht, um die Buchstaben zu entziffern. Ich war überrascht zu entdecken, dass es zwei Inschriften gab. Die Hauptinschrift ist von größerer politischer Bedeutung. Sie besagt Roigos, Sohn des Ceutes. Wir wissen, dass Roigos einen starken, auf soliden Traditionen ruhenden Staat regiert hatte. Es war ein blühender Staat. Wie es scheint, gab es in Ceutopolis zahlreiche Werkstätten. Es war eine Talentschmiede für Künstler, Architekten, Dekorateure, Bildhauer, Maler und Musiker. Hier sehen wir eine ganze Galerie von Persönlichkeiten des Hofs von Roigos. Und ich nehme an, dass es am Hof von Ceutes ähnlich aussah. Die zweite Inschrift besteht aus 3 bis 4 mal kleineren Buchstaben. Sie bedeutet, Kotsimasis malte es. Kotsimasis war der Name des Schöpfers dieser außergewöhnlichen Fresken. Ein Thraker, wie sein Name beweist. Wahrscheinlich hat er seine Kunst in einem der großen griechischen Ateliers der Epoche erlernt. Dieses Grab liefert uns die erste erhalten gebliebene Signatur eines Malers des alten Europas. Er hat sie an dieser Wand angebracht. Die Fresken waren der Höhepunkt, die Krönung seines Werks. Die Archäologen hatten das seltene Glück, die gleiche Signatur in einem anderen Grabmal zu finden, dem in Alexandrowo. An der zentralen Wand der Grabkammer steht der gleiche Name, Kotsimasis, begleitet von dem Beinamen Krestos, der Gute. Noch ungewöhnlicher ist es, dass sein Selbstporträt unter der Signatur erscheint. Es handelt sich um das einzig bekannte Selbstporträt eines Malers der Antike. Kotsimasis wirkt sehr jung. Er muss diese Fresken zu Beginn seiner Karriere gemacht haben, wahrscheinlich 20 bis 30 Jahre vor dem Grabmal des Sohns von Ceutes. Welch radikale Veränderung in relativ kurzer Zeit. Die Stilunterschiede sind verblüffend. Hier ist die Bildsprache bedeutend archaischer. Der Tod ist durch Jagd- und Opferszenen dargestellt. Die Fresken schockieren durch ihre realistischen Details. Eine nackte Figur führt die Jagd an. Sie hebt die Labris, die heilige Doppelaxt, über ihren Kopf. Sie entspricht keinem einzigen Schönheitskriterium der Antike und findet keinerlei Entsprechung in der damaligen Ikonografie. Bei jedem Besuch eines Grabmals ist der erste Eindruck Überraschung. Überraschung, weil du immer etwas Neues siehst. Manche sind ausgemalt, andere nicht. Manche haben eine Art Gang. In anderen findet sich ein abweichend gestalteter Gang. Alle verweisen auf die Absicht, dem konkreten Leben des Verstorbenen auf konkrete Weise gerecht zu werden. Das alles ist faszinierend für mich. Es handelt sich um eine Kultur der Individualität, der Einzigartigkeit der Person. Es gibt kein Modell, das automatisch Verwendung fände. Für jeden Fall wird eine neue Lösung geschaffen, als ob man angesichts der Einzigartigkeit des Verstorbenen auch eine einzigartige Antwort geben wollte.
Die 70 in Thrakien gefundenen Grabstätten sind so verschieden wie die Verstorbenen, deren Persönlichkeit man gerecht werden wollte. Aber welche Informationen liefern uns die Grabriten? Während der ersten Phase des Bestattungsrituals wurde ein Pferd geopfert, wie wir hier auf diesem Gang entdeckt haben. Das geschah unmittelbar, bevor der Eingang zugemauert wurde. Diese Türen wurden zerschlagen. Das war kein Unfall, sondern Absicht. Dieses Teilstück der Tür hier wurde in die Totenkammer gebracht. Darauf legten sie die Goldkrone. Die übrigen Teile wurden benutzt, um die Eingänge zuzumauern. Über dem Relief des Totengottes befand sich die Königskrone, als ob sie den Kopf dieses Gottes krönen sollte. Diese Anordnung symbolisierte eine Verbindung zwischen dem König, dem Totengott und den Sonnenstrahlen der Krone. Die Krone des Seutes hat die Form von Eichenlaub, ein sehr altes Symbol der Unsterblichkeit. Aber warum hat man diese Krone zerlegt und ihre Einzelteile in der Grabstätte verstreut? In anderen Gräbern hat Kitow ähnliche Praktiken gefunden, rituell auseinandergenommene und an verschiedenen Orten vergrabene Objekte. Die Beinschienen gehören zu den Objekten, die den Verstorbenen repräsentieren. Die von Seutes sind aus Bronze. Sie sind als Ensemble angeordnet, während die Archäologen für gewöhnlich eine einzelne Beinschiene aus vergoldetem Silber finden. Die Bestattungsobjekte sind Teil einer kodierten Sprache, wie diese Beinschiene beweist, die als Einzelstück in einem anderen Grab gefunden wurde. Hier sehe ich etwas auf der Beinschiene, was ich vorher nicht bemerkt hatte. Sieh dir das Herstellungsverfahren an. Schau nur, eine Wirbelsäule. Der Scanner hat sie sichtbar gemacht. Mit bloßem Auge sieht man sie nicht. Siehst du? Hier auf dieser Mittellinie erkennst du Wirbel. Diese im Innern der Beinschiene verborgene Wirbelsäule erfordert eigentlich moderne Techniken. Um sie zu formen, muss der Goldschmied die Natur der Metalle kennen, wissen, wie man ihre Struktur verändert und sich schließlich ein raffiniertes Verfahren ausdenken, um sie unsichtbar zu machen. Sieh dir die Mittellinie von außen an. Die Korrosion hat das Metall angegriffen. Du kannst in die Beinschiene hineinsehen, aber diese Wirbel erkennst du trotzdem nicht. Sie bleiben unsichtbar. Die Ausführenden waren wahrscheinlich mehr als nur unvergleichlich gute Handwerker. Sie waren auch vertraut mit den Symbolen und setzten sie bei der Verzierung der Objekte um. Die visuelle Sprache dieser Beinschiene ist ebenso komplex wie ihr Herstellungsverfahren. Sie inszeniert den König in verschiedenen Funktionen, die Jagd, die Opfer und Trankopfer. Unter dem Schutz der Göttin auf seinem Thron sitzend, trägt er eine Spindel, die das in Bewegung begriffene Universum und die Unsterblichkeit symbolisiert, wie die bei Seutes gefundene Krone. Unsere Daten weisen auf zwei markante Merkmale hin. Die Aristokratie oder die Macht und den Tod. Was die Thraker von sich selbst hinterlassen wollten, ist also mit der Macht und dem Tod verbunden. Aber es ist kein endgültiger Tod. Denn wäre der Tod eine Tür, die sich schließt, würde man ihn nicht auf so einzigartige und wunderbare Weise feiern. Der Tod, könnte man meinen, ist eine Tür, die sich öffnet. Aber ich weiß nicht für wen. Für die Aristokratie? Oder für die ganze Welt? Ich weiß es nicht. Vielleicht für die Guten. Die Alten waren beeindruckt von dem besonderen Verhältnis der Thraker zum Tod. Sie sprechen von Nischen und Türen, in die Felsen gehauen, damit die Seelen der Toten im Jenseits ein- und ausgehen konnten.
Manche Verstorbene wurden zu Anthropodämonen, das heißt zu Unsterblichen, zu Botschaftern zwischen den Menschen und den Göttern. Das Heiligtum in Tatul zeugt von diesem alten Glauben. Wir haben entdeckt, dass im Umkreis dieser Pyramide, die 2000 Jahre vor Christus in den Fels geschlagen wurde, ein großer heiliger Raum entstanden ist. Wir haben 35 Tonaltäre freigelegt. Hier wurden einem als Gott verehrten thrakischen König Opfer dargebracht. Es handelt sich um das älteste Heroon, entdeckt in den Rhodopenbergen. Die Heroa sind Heiligtümer, in denen die Thraker ihre Könige begruben. Nach dem Tod wurden sie zu Halbgöttern, Unsterblichen, die die Menschen beschützten. Und diese Heiligtümer wurden zu Pilgerzielen. Auf ihre Art ist auch die Grabstätte des Seutes ein Heroon, von einem unsterblichen König bewohnt. Kitthoff hat Hinweise darauf entdeckt, dass dieser Ort vor seiner endgültigen Verschließung schon geraume Zeit genutzt wurde. Die Tür ließ sich schließen und von innen mit Eisenstangen verriegeln. Das haben wir auch an anderen Orten festgestellt. Für uns handelt es sich eindeutig um einen Tempel, was von manchen Kollegen bestritten wird. Aber betrachten Sie diese Öffnung hier oder diese oder auch diese. In einem bestimmten Moment wollten die Teilnehmer der religiösen Zeremonien allein sein. Der Offizismus war ein Geheimkult, der Entourage des Königs, einigen hochrangigen Aristokraten vorbehalten, nicht mehr als einem Dutzend Personen. Die Mysterien des Offizismus aufzudecken, wurde mit dem Tod bestraft. Deshalb wissen wir so wenig darüber. Die Griechen haben diesen alten Glauben an die Unsterblichkeit Orphizismus getauft. Er geht zurück auf den Mythos des Orpheus. Orpheus war ein thrakischer König, der Kraft seiner Musik die Naturgewalten bezwingen und mit den Göttern kommunizieren konnte. Er stirbt, zerrissen von den Bacchantinnen, den Priesterinnen des Dionysos. Die Anhänger des Orphizismus sollen die Zerstückelung symbolisch nachvollzogen haben. Der Legende zufolge haben die Frauen Orpheus getötet, weil er nur Männer in die Geheimzeremonien einweihte. Also haben sie ihn getötet, um die Männer zurückzugewinnen. Die Götter haben sie bestraft. Sie haben ihnen Hunger und Dürre geschickt. Da haben die Frauen in aller Eile versucht, die Einzelteile des toten Orpheus zu finden, um sie zusammenzufügen und ihn wiederzuerwecken. Doch sie fanden nur seinen Kopf, der noch immer singend auf einem Fluss dahintrieb. Den Kopf haben sie dann in einem großen Tumulus begraben, der zum Heroon, zum Heiligtum erklärt wurde. Dort wurden Feiern abgehalten und Trankopfer dargebracht. Diese Legende, von Konon, einem antiken Schriftsteller, erzählt, bestärkt mich in dem Glauben, dass der Kopf rituell bestattet wurde. So wie der Kopf gefunden wurde, deutet alles auf eine rituelle Bestattung hin.
Und damit kommen wir direkt zu den abgeschlagenen Häuptern, die wir aus der Antike kennen. Den literarischen Quellen zufolge waren die Orakel abgeschlagener Köpfe in Griechenland, bei den Etruskern und auch anderswo verbreitet. Wir haben es mit einem Ritual zu tun. Der Kopf wurde bestattet, damit man ihn befragen und vielleicht Antworten über das Jenseits erhalten konnte. Eine beauftragte Person dürfte die Antworten des königlichen Hauptes sodann interpretiert haben. Wenn man den Kopf betrachtet, sieht man, dass der Mund und die Unterlippe leicht verzogen sind. Es ist ein aktiver Moment, der eingefangen wurde. Worin besteht diese Aktivität? Was tut dieser Kopf? Nach der Position des Mundes zu schließen, ist er im Begriff, etwas zu sagen. Ich glaube, dass dies der Moment ist, in dem das Orakel spricht, eine Botschaft verkündet. Suchten die Bewohner von Seutopolis den Schutz des mächtigen Stadtgründers Seutes bei den Göttern? Und wie stellten sich die Thraker diese Götter vor? Herodot bezeugt, wenn der Gott des Himmels seine Blitze und seinen Donner herabschleudert, so beschießen sie ihn mit ihren Pfeilen und bedrohen ihn, denn seine Allmacht wollen sie nicht anerkennen. In der thrakischen Goldschmiedekunst wird der Gott nicht idealisiert. Er ist weder schön noch perfekt noch besonders edel. Wichtig ist die Existenz dieses Gottes, nicht sein äußeres Erscheinungsbild. Es gibt keine Idealisierung. Die Thraker trugen Gott in sich, in ihrer Seele. Er war kein Bild, keine Ikone, die sie verehrten oder anbeteten. Die Platten des Fundes von Legnica werden als Etappen einer Initiation in die Unsterblichkeit interpretiert. Keiner der alten Schreiber hat es gewagt, die Mysterien dieser Initiation zu enthüllen. Aber alle erwähnen eine innere Verwandlung und vergleichen den Initiierten mit einem einsamen Wolfshund. Hier trägt der König eine heilige Beinschiene. Hinter ihm sehen wir die abgeschlagenen Häupter. Die Initiation dauerte lange, sie umfasste verschiedene Prüfungen und mehrere hierarchische Ebenen. Die große Initiation der Priesterkönige währte ein Leben lang. Die griechischen Autoren beschrieben Thrakien als das Land der geheimnisvollsten Kulte. Aber Homer hat uns das schönste Bild hinterlassen. Am Ende der Ilias organisiert Achill, der Held der Griechen, die Bestattungsfeierlichkeiten für seinen im Kampf gefallenen Freund Patroklos und bittet die thrakischen Götter um Beistand. Die Ilias endet mit diesem ungewöhnlichen Scheiterhaufen, errichtet für Patroklos. Eine Art Liebesbett des Achill für seinen Freund Patroklos. Und um ihn verbrennen zu können, braucht es die Hilfe der thrakischen Götter. Diese Götter sind die Winde, die die Flamme anfachen werden, sodass der Scheiterhaufen brennt. Die Winde werden die Flamme so lange anfachen, bis der gesamte Scheiterhaufen verzehrt ist. Erst ganz am Ende werden sie nach Thrakien zurückkehren. Dahinter steckt die Vorstellung, dass die thrakischen Winde den Feuerritus bis zu seiner Vollendung begleiten und so vielleicht dafür sorgen, dass die Seele des Patroklos die ersehnte Ruhe findet. Die Schreiber des Altertums bezeugen, dass der Dionysos-Kult Griechenland fremd war, erst verspätet von Thrakien oder Kleinasien aus Eingang fand.
Historische Quellen sprechen von einem großen Tempel, dem Dionysos-Tempel, in den heiligen Bergen der Thraker, den Rhodopen. Nach diesem Heiligtum hat man mehr als 100 Jahre gesucht. Die geografische Lage Perperex, ein gigantischer Altar und hunderte von Weinpressen sprechen dafür, den Dionysos-Tempel hier anzusiedeln. Laut Herodot war er genauso berühmt wie der Tempel des Apolls in Delphi. Hier sollen Alexander der Große und Gaius Augustus, der Vater des ersten römischen Kaisers, Auskunft über ihr Schicksal gesucht haben. Viele griechische Philosophen waren vertraut mit den Kulten der Thraker, vor allem Sokrates. Ich glaube, der Aufenthalt von Sokrates in Thrakien während der militärischen Feldzüge war entscheidend für die Entstehung seiner Philosophie. Dort hat Sokrates die Erfahrung einer mystischen Ekstase gemacht. Er hat sich stundenlang nicht vom Fleck gerührt, in Gedanken versunken, auf sich selbst konzentriert. Als er nach Athen zurückkehrt, berichtet er als allererstes von einer Begegnung, die ich erwähnenswert finde. Er erzählt von einem Arzt, der, wie er sagt, weder Magier noch Scharlatan war. Dieser Arzt, ein Schüler von Salmoxis, sei überzeugt, dass ein kranker Mensch nur gesunden könne, wenn man seinen ganzen Körper in die Behandlung einbeziehe. Man müsse ihn als Ganzheit behandeln. Und ganz ist der Mensch durch seine Seele. Die Seele ist kein separater Teil, sondern macht die Ganzheit des Menschen, sein Leben aus. Die Vorstellung der Seele, die Sokrates übernimmt, findet man einzig noch bei Demokrit, der in Thrakien geboren wurde. Gelernt aber habe ich diesen Spruch von einem jener zalmoxischen Thraker, von denen man sagt, sie machten auch unsterblich. Zalmoxis, unser König, sprach er, der ein Gott ist, sagt, so wie man nicht unternehmen dürfe, die Augen zu heilen ohne den Kopf, noch den Kopf ohne den ganzen Leib, so auch nicht den Leib ohne die Seele. Sondern dieses eben wäre auch die Ursache, weshalb bei den Hellenen die Ärzte den meisten Krankheiten noch nicht gewachsen wären, weil sie nämlich das Ganze verkennten, auf welches man seine Sorgfalt richten müsste. Der Name Thrakien leitet sich aus dem Begriff der verfolgten Nymphe ab, die die Geheimnisse der Natur beherrschte und Gesundung schenken oder Tod bringen konnte. Thrakien spielte die Rolle eines Mittlers zwischen intuitivem und rationalem Denken. Diese fruchtbare Verbindung hat die Werke der griechischen Künstler und Philosophen bereichert und so zu den Grundlagen unserer Kultur beigetragen. In Platons Werk sind die Thraker auf die eine oder andere Weise durchgehend präsent. Aber der bemerkenswerteste Auftritt findet sich zu Beginn seines wichtigsten Dialogs, seines grundlegenden Werks über die europäische, die westliche Kultur, Politeia, der Staat. Sokrates ist auf dem Weg von Athen nach Piräus, um an der nächtlichen Feier für eine thrakische Göttin teilzunehmen,
der Göttin Bendis. Aber im ersten Buch seines wichtigsten Werks erfahren wir auch, dass sich der Dialog zwischen Sokrates und den übrigen Teilnehmern während eines Festmahls für die Göttin Bendis abspielt. Platons Staat, dieser so bedeutende Dialog, beginnt also als ein symbolisches Bankett zu Ehren einer thrakischen Göttin. Auch nächste Woche geht es um hochherrschaftliche Frauen. Ist diese schöne Prinzessin ein unbekanntes Werk von Leonardo da Vinci? Wie überzeugend sind die Hinweise? Wir fragen nach. Wem ist dieses rätselhafte Grabmal gewidmet? Dieser wunderbare Kopf ist einer der wenigen antiken Bronzen, die uns erhalten sind. Aber warum war er vor dem Eingang einer Grabstätte vergraben? In welche unbekannte Welt führen uns diese geheimnisvollen Riten? Die Objekte des Toten sind äußerst fein gearbeitet, die Beinschienen, die Waffen oder das Schwert mit dem Adlerkopf. Wenn alle Opfergaben zusammengenommen werden, enthält das Grab mehr als 1 Kilo Gold. Die Krone, anhand der wiedergefundenen Teile restauriert, ist die wertvollste, die jemals in Thrakien entdeckt wurde. Alles deutet auf einen König hin. Aber die Untersuchung des Helms brachte eine Sensation an den Tag. Zum ersten Mal liefert ein Grabmal einen Namen. Die große Entdeckung war diese Inschrift. Diese 5 Buchstaben auf der Vorderseite des Helms, Seutu. Seutes auf Altgriechisch. Das war der unbestreitbare Beweis, dass es sich um die Grabstätte von König Seutes III. Handelt. Eine außerordentlich beeindruckende Entdeckung. Die Gesichtszüge sind sehr charakteristisch. Ich weiß noch, als wir in Griechenland die ersten Fotos sahen, da war von dieser Inschrift, die den Namen der abgebildeten Person bestätigt, noch keine Rede. Da haben wir sofort das Münzbuch aufgeschlagen und gesagt, das ist das Profil von König Seutes. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Dieser Blick ist nicht leicht zu reproduzieren, wie überhaupt das Gesicht von Seutes. Er ist eine vielschichtige Persönlichkeit. Die Gesichtszüge sind unregelmäßig, als ob er Prellungen erlitten hätte, vor allem auf der rechten Seite. Wenn man sich das Original ansieht, erkennt man, dass jede Locke einzeln gegossen und an den Nacken geschlagen wurde. Eine Methode, ihn schöner zu machen, als er war. Ein Ausdruck der Eitelkeit gewissermaßen. Was ich über ihn denke, er war kein besonders guter Mensch. Er wirkt vornehm und gleichzeitig autoritär. Er gebietet Respekt. Das dürften alle gespürt haben, die gegen ihn kämpften. Seutes herrscht am Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus. Verschiedene Elemente in seiner Grabstätte zeugen jedoch vom Fortbestehen einer antikeren Welt. Homer liefert in seiner Ilias die erste Erwähnung der Vorfahren des Seutes, die am Trojanischen Krieg teilnehmen.
Sollte Thrakien seine Kultur über 1000 Jahre hinweg unverändert bewahrt haben? So sind dort eben die Thraker gesondert gekommen und liegen fern von den anderen. Ihr König ist Rhesus. Rosse sah ich noch nie so schön und so groß wie die seinen. Weißer als Schnee. Ich habe inzwischen natürlich Orientierungsschwierigkeiten. Aber es war da drüben, in der Nähe dieses Waldes. Wir hofften, dass der Stausee länger brauchen würde, um sich zu füllen. Wir haben bis zur letzten Minute gearbeitet, um möglichst viele Objekte zu sichern. Und dann hat es eines Nachts in Strömen geregnet. Als ich morgens ankam, war das Wasser auf der Höhe des Flusses Tunja in die Fundamente eingedrungen. Das war bitter. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Ohnmacht gefallen. Seutes und Lysimachos mussten wahrscheinlich ein Friedensabkommen schließen. Danach hat Seutes seine Hauptstadt gebaut. In sehr kurzer Zeit, wie es üblich war, wenn der König persönlich es angeordnet hatte. Es war das Haus Nummer 5 im Pastardenstil. Die Häuser besetzten eine relativ große Grundfläche von 350 mal 400 Quadratmetern. Es gab eine Badewanne, also gute hygienische Verhältnisse. Außerdem Kanalisationsanlagen und ein Wasserverteilungssystem. В североисточната най-висока част на града се откриха каменните стени на вътрешна крепост, насочена към жилищните квартали. Тук се е издигала монументална постройка, храм и жилище на владетеля с размери 40 на 20 метра. В едно от помещенията на двореца храм, паднала върху пода, се откри мраморна плоча с обширен надпис на старогръцки език. Bei dieser Inschrift handelt es sich um ein königliches Dekret, versehen mit dem Namen Seutes als Stadtgründer. Gefunden wurde es unmittelbar vor der Überflutung der Grabungsstätte. Die Inschrift besagt, dass eine der Kopien im Tempel der großen Götter von Samothraki zu hinterlegen sei. Da sich dieser Tempel im Königspalast befindet, glauben wir, dass die großen Götter von Samothrake zum Kult der Dynastie, der Religion der Königsfamilie gehörten. Es ist eine der größten Kulte der Epoche. Auf der Insel Samothraki entstanden, erfreute er sich großer Beliebtheit. Die Tempelstele zeigt uns, dass Griechisch die offizielle Schrift in Seutopolis war. Sie lässt darauf schließen, dass die Thraker zu dieser Zeit ihre eigene Schriftsprache nicht mehr benutzten. Aber eine jüngere Entdeckung auf der Insel Samothraki wirft diese Frage neu auf. Die Archäologen haben in den Tempelfundamenten mehr als 220 thrakische Inschriften gefunden. Samothrace. Die alten Schreiber sagen uns, dass Samothraki thrakischer Boden war. Wir wissen, dass es dort einen Stamm gab, dessen Namen man uns sogar nennt, die Saioi. Die Griechen besiedeln Samothraki. Und im Lauf so schnell wie eilende Winde. Kunstreich ist sein Wagen aus Gold und Silber gefertigt. Und mit gewaltigen Waffen aus Gold, man sieht sie mit Staunen, rückte er an. Fürwahr, nicht sterbliche Manne gebührt es, solche zu tragen. Sie sind bestimmt für ewige Götter. Woher stammen die kostbaren Objekte, die in der Ilias beschrieben und in den Gräbern gefunden wurden? Der Boden Thrakiens war reich an Gold und Silber. Seine Handwerker hatten sich zu Meistern in der Gewinnung und Verarbeitung von Edelmetallen entwickelt. In einer Mine wie dieser arbeiteten zwischen 1000 und 2000 Menschen.
Seutes stammte von den Odrysenkönigen ab, die über den größten Stamm der Thraker herrschten. Seine Vorfahren besaßen immense Reichtümer. Der griechische Historiker Diodor erwähnt jährliche Einnahmen von 1000 Goldtalenten, eine gewaltige Summe, doppelt so viel wie die Einnahmen Athens. Die Odrysenkönige sind die Ersten, die Münzen mit ihrem Bildnis prägen lassen. Beinahe 100 Jahre vor Alexander dem Großen. Sie haben auch als Erste das Dynastiesymbol eingeführt. Der Vater lässt ein Symbol auf seine Münzen prägen. Dieses Symbol wird von seinem Sohn, seinem Enkel und seinem Urenkel übernommen. Es entspricht den heutigen Wappen. Die anderen Staaten haben diese Idee erst 1000 Jahre später übernommen. Wenn man diese Person und diesen Fund zeitlich einordnen will, kommt man ans Ende des 4. Jahrhunderts, das zugleich das Ende einer Epoche für Thrakien bedeutet. Eine Epoche, die begann, als die Eroberungen Philipps von Makedonien das Königreich Thrakien abschafften und es zu einer Provinz des Königreichs Makedonien machten, beherrscht von einem makedonischen Feldherrn. Alexander der Große setzt die Eroberungen seines Vaters Philipp fort. Er vereint Orient und Okzident, die erste politisch-kulturelle Globalisierung. Nach Alexanders Tod fällt Thrakien an Lysimachos, einen seiner Kriegsstrategen. Das ist der Zeitpunkt, zu dem Seutes die historische Bühne betritt. Die gewaltige Münzproduktion von Seutes weist ihn als einen unabhängigen Herrscher aus. Seutes hat gegen den mächtigen hellenistischen Monarchen Lysimachos gekämpft. Lysimachos trug den Titel König von Thrakien. Aber in Wirklichkeit kontrollierte er lediglich die Küstenstädte. Zweimal standen sie sich gegenüber, ohne dass wir den Ausgang der Schlachten kennen. Aber wir wissen, dass Lysimachos eine thrakische Prinzessin geheiratet hat, vielleicht die Tochter des Seutes. Von da an taucht auf den Münzen von Seutes eine Ehrenkrone auf, die sich auch auf den Münzen von Lysimachos wiederfindet. Es sind die ersten Münzen ohne Kriegssymbol. Wahrscheinlich im Anschluss an ein Friedensabkommen, in dem Lysimachos die Souveränität von Seutes anerkennen musste. Weitere wertvolle Informationen über die Herrschaft des Seutes versinken in diesem Staudamm, der ersten Großkonstruktion des kommunistischen Bulgariens. Während der Bauarbeiten fördern die Arbeiter die Überreste einer großen thrakischen Stadt zutage. Beim Flug über Bulgarien entdeckt der aufmerksame Betrachter hier und da kleine Hügel in der Landschaft. Unter diesen Hügeln schlummert eine seit 2000 Jahren vergessene Kultur. Es ist eine der ältesten Kulturen Europas. Sie hat sich über Jahrtausende entwickelt, hat das Denken, die Philosophie und die Künste der Antike geprägt. Ihr Territorium erstreckte sich von der Ägäis bis zur Ukraine und umfasste einen großen Teil des Balkans und Kleinasiens.
Es ist das Universum der Thraker, eine untergegangene, verkannte Welt. Seit über 30 Jahren reißen sich die Museen um die Sammlung der thrakischen Schätze. Die ausdrucksstarken Figuren, die komplexe Bildsprache, die ausgeklügelten Techniken, alles zeugt von einer fortgeschrittenen Zivilisation. Diese Objekte beschwören Fantasiewelten und Mythen herauf, die noch präsent sind in der europäischen Kultur. Archäologischen Ausgrabungen in jüngerer Zeit ist es zu verdanken, dass die Welt der Thraker uns heute ihre Geheimnisse und ihre Botschaft offenbart. Die thrakische Archäologie ist eine junge Disziplin in Bulgarien. Lange Zeit hat die politische Situation größere Ausgrabungen verhindert. Seit 30 Jahren jedoch folgt eine Entdeckung auf die andere. Eine ganze vergrabene Welt taucht aus dem Vergessen auf. Der bulgarische Archäologe Georgi Kitov hat sein Leben der Entdeckung der Überreste und Rätsel der thrakischen Kultur gewidmet. Dieser intuitive Archäologe hat das Glück auf seiner Seite. Er sagt lachend, die Thrakerkönige haben mich erwählt, ihre Gräber zu entdecken. Kitov hat mehrere Hügelgräber freigelegt. Aber der Haarhügel, auf Bulgarisch Kosmatka Tumulus, hat ihm die größte Überraschung seiner Karriere beschert. Im Herbst 2004 versuchen Kitov und sein Team, in diesen Grabhügel vorzudringen. Wir hatten am Eingang des Tempels mit den Ausgrabungen begonnen und stießen auf einen enormen Steinhaufen. Als wir ihn abtrugen, fanden wir einen Stein, der fest im Boden verankert war. Er hatte eine ovale Form, deshalb nannten wir ihn den runden Stein. Wir schafften es nicht, ihn freizulegen. Dann machte sich unser Metalldetektor bemerkbar. Also musste sich unter dem Stein Metall befinden. Wir haben versucht, ihn zu bewegen, aber er rührte sich nicht. Wir haben ihn mit der Bürste gesäubert und da enthüllte uns der runde Stein nach und nach Haarlocken, Augenbrauen und eine Nase. Die Ausgrabungen beginnen mit einer ungewöhnlichen Entdeckung. Ein Bronzekopf, begraben unter einem riesigen Steinhaufen. Ein nie dagewesener Fund in der Geschichte der thrakischen Archäologie. Sieben Meter weiter legen die Archäologen in diesem Tumulus einen mit Erde und Steinen gefüllten Gang frei. Er führt zu einem gemauerten Eingang. Die Grabstätte beeindruckt durch ihre Dimensionen und ihre Architektur. Sie besteht aus einem langen Gang, an den sich drei Räume anschließen. Zwischen den Steinen, die die Tür blockierten, sahen wir im Licht unserer Taschenlampe hunderte goldener Funken und einen gelben Kreis. Die verschiedenen Schutzmaßnahmen haben ihre Rolle erfüllt. Die Grabstätte ist unversehrt. Unter einer dicken Staubschicht tauchen die Waffen eines Kriegers auf. Ein Helm, Schienbeinschutz, von Rost angefressene Lanzen, Gefäße für Trankopfer, eine Krone. Insgesamt 130 Objekte, die eine Zeitreise von mehr als 2000 Jahren hinter sich haben. Der Reichtum der Grabstätte lässt an eine wichtige Persönlichkeit denken. Aber was Kitovs Neugier weckt, ist vor allem die Anordnung der Objekte.
Hier waren also die Objekte verteilt, viele auf dieser und der anderen Seite. Aber im Zentrum befand sich nichts, ebenso wenig wie auf dem Totenbett. Hier lag das Teilstück einer Marmortür mit dem Gesicht des Nacht- und Totengottes. Darauf lag die goldene Krone. Ihre Randverzierungen waren abgebrochen und auf dem Boden verstreut. Einige steckten auch in diesen drei an der Wand aufgereihten Amphoren.